Weiter geht's in unserer Hauptstadt in Washington, in Victoria 3. Da steht es, das Weiße Haus, in dem wir gerade residieren und unsere Befehle geben. Okay, weiter geht's. Wir müssen auch noch ein bisschen warten, bis wir wieder einen Krieg gegen Mexiko anfangen können. Aber das kriegen wir schon hin. So, die Demokratische Partei hat mit Verweis auf den zunehmenden Aufruhr durch radikale Umtriebende in Nevada für mehr Polizeiarbeit geworben. Also da möchte ich mich jetzt nicht einmischen, deswegen werden wir bei der Standardantwort bleiben. 10 Momentum für die progressive Partei. Okay, gut, dann schauen wir mal weiter. Hier wird in Lynchburg wird eine Eisenmine errichtet, das ist sehr gut. Da dampfen die Züge nach Richmond. Und wir müssen unbedingt halt auch mehr Transportmöglichkeiten bauen. Das ist das nächste, was ich gerne machen möchte. Dass wir ein paar weitere Züge bauen. Und dann gucken wir mal. Gibt es einen dafür ein Overlay? Transport-Overlay? Ja, Radikale gibt es jetzt hier. Das hat sich jetzt über die Jahre hat sich das gut reduziert. Ihr seht, unser Lebensstandard ist mit 17 jetzt einfach verdammt hoch. Vor allen Dingen, weil wir natürlich auch konsequent jetzt hier Sozialhilfe zahlen, wir subventionieren die richtigen Sachen. Ihr seht, also den Leuten geht es einfach gut. Wir sind bei 117.000, vor allen Dingen, weil wir jetzt auch hier natürlich sehr konsequent über die Investmentfonds das Ganze machen. Zölle sind 23.000, Gelddruck durch das Gold ist relativ gut. Also das sieht soweit alles ganz gut aus. Jetzt lassen wir erstmal die Eisenminen fertig bauen. Und dann würde ich sagen, gehen wir jetzt erstmal zusätzlich noch in die Gebäude. Und werden ein paar Eisenbahnen bauen. So. Ich würde gerne auf jeden Fall hier in diesen Bereichen eine weitere errichten. Colorado, Wyoming, South Dakota, Nebraska, Kansas. Da können wir nochmal auf 2 gehen. Und wenn wir damit durch sind, dann sehen wir schon mal, was unser Problem ist. Hier kommen dann noch jetzt Werkzeugfabriken. Ich würde übrigens die Stahlwerke, da habe ich nochmal lang drüber nachgedacht, ich würde die Stahlwerke erstmal wieder canceln. Für den Moment. Und wir machen erstmal Eisenbahnwerkzeuge und Eisen fertig. Und wenn wir damit durch sind, dann gucken wir uns an, wie wir die Stahlproduktion um knappe 1000 erhöhen, sodass wir eben in der Lage sind, für die Zukunft gerüstet zu sein. So, das haben wir schon gesehen. Und der Drehventilmotor für Möbelfabriken, Werkzeug, Papier, Stahl und Motor. Boah, da müssen wir. Uiuiuiui, da müssen wir mal reingehen. Das ist ja mega. Das ist eine super Sache. Oh, das ist ja klasse. Also wir gehen mal in die Gebäude. Wir fangen einfach mal hier an. Möbelfabriken, elektrische Nähmaschinen. Das ist Quatsch. Das hat ja nur nichts mit Möbel zu tun. War das nicht auch bei den Möbelfabriken? Chemiefabriken auch nicht. Hier war das, genau. So ein Schmarrn dort. Dort wird mehr Kohle gebraucht. Ach so, da wird nur die Produktion effizienter. Ja, schade. Ich dachte, da kriegen wir auch ein bisschen mehr raus am Ende. Das könnten wir eventuell in Werken machen, wo wir finanziell ein bisschen schlecht dastehen und subventionieren müssen. Das sieht mir aber momentan nirgendwo so richtig aus. Da will ich jetzt auch noch nichts ändern. Möbelfabriken habe ich ewig auf meiner Liste. Das wollte ich auch irgendwann mal machen. Da geben wir mehr Kohle aus und weniger Arbeiter. Motorenwerke. Nee. Das will ich eigentlich noch nichts. Da will ich noch nichts ändern. Automobilproduktion, Elektromotoren bringt uns auch noch nichts. Das ist natürlich gut. Da hätten wir dann auf einen Schlag 600 mehr. Da brauchen wir übrigens 500 Elektrizität und 160 Stahl. So, Waffenfabriken wäre die Hinterladertechnologie. Das wollten wir nicht machen. Das hatten wir schon gesehen. Okay. Gut. Dann gehen wir einmal in die Forschung
und könnten in die dampfbetriebene Drehmaschine gehen. Das kommt automatisch. Deswegen können wir uns das eigentlich ersparen beim Lichtbogenverfahren. Wir nehmen das mal. Ich denke, das ist momentan mit am wichtigsten, dass wir den Ausstoß der Stahlwerke erhöhen. Aufgrund der unmenschlichen Bedingungen der Kinder in den Arbeitsplätzen haben sich sehr viele Familien in DC dafür entschieden, die Kinder zu verstecken. Kinder? Welche Kinder? Wir werden einfach wegsehen und das akzeptieren. Das ist okay für uns, dass sie die Kinder verstecken. Das ist absolut okay. So, bürokratisches Defizit. Institutionen in unserem Lande wachsen im Übermaße und werden überstrapaziert, bis wir ausreichend Bürokratie für alle sorgen können, wir das Wachstum der Institutionen angehalten. Ach, schade. Na, verdammt. Ja, das müssten wir, das müssten wir tatsächlich mal machen. Das könnten wir hier in Washington machen. Da bauen wir einfach mal Regierungsverwaltungen. Und ihr hattet mir den Tipp gegeben, danke dafür, dass wir das in der Bauliste nach oben ziehen können. Zack. Indem wir Alt drücken. So. Das werden wir jetzt mal anfangen zu bauen, damit wir das bürokratische Defizit ausgleichen. Freie Regierungsumbildung, um Gottes Willen, schon wieder eine Wahl. Das kommt immer so plötzlich. Ich weiß gar nicht, wer gewonnen hat. Die progressive Partei mit 70%. Okay. Das ist offensichtlich, wen die Leute hier mögen. Dann bleibt das wohl dabei, wie es momentan ist. Okay. Gut, gut. Schauen wir mal hier unten rein. Da gibt es immer noch Tampa, Jacksonville. Gehört schon nicht mehr dazu. Sozialismus. Ja, herzlichen Glückwunsch. Das ignorieren wir mal. Das interessiert uns nicht. Schuldenübernahme. Zivilisierungsmission bereitet sich aus. Schulden übernommen. Ja, wir können einmal in die Diplomatie gehen. Und überhaupt mal schauen, wie das hier aussieht. Frankreich mag uns wieder. Wir sind auch bei der Verrufenheit wieder auf Minimum. Vielleicht kriegen wir es ja hin. Mit Frankreich kein Diplomatiespiel, das will ich nicht. Ein Handelsvertrag, Verpflichtung anbieten. Na, schade. Ein Handelsvertrag mit den Norddeutschen? Na, ich weiß ja nicht. Den Russen wäre gut. Immer noch nicht. Können wir die Beziehung verbessern? Ne. Wir könnten versuchen, die Russen zu finanzieren. Das würde uns 57.000 kosten. Das könnten wir uns sogar leisten im Moment. Können wir da nicht noch was anderes machen? Schuldenübernahme? Von? Wer bist du denn? Moskito? Nee. Wir könnten in Richtung Verteidigungspakt gehen. Machen sie auch nicht. Zollunion, Spanien. Das ist natürlich spannend, ne? Eine Zollunion ist eine interessante Sache, durch den sie einen Markt unter Führung des Seniorpartners teilen. Das müssen wir uns echt mal angucken. Da bin ich jetzt gar nicht darauf vorbereitet gewesen, dass die Ja sagen. Von den Verpflichtungen binden Spanien. Ja, das ist klar, dass sie das mögen. Ich würde wirklich mal gucken, dass wir... Tja... Finanzieren wir die Handelsvertrag oder wir binden uns halt weiter an Frankreich. Das finde ich halt auch nicht schlecht. Was? Wie bitte? Nee. 108 ist ja der... Nix. Die Frage ist jetzt, wenn wir jetzt Russland finanzieren, ob wir uns damit nicht ein riesiges Problem an die Backe züchten. Aber wir wollen Alaska haben. Wir gucken erstmal, wie die hier... Das ist gut gemacht, dass der Juniorpartner von Österreich, die sind gerade mit Spanien im Krieg. Dann können wir denen kein Geld geben, das ist doof. Nee, das können wir nicht machen. Also so viel Ehre haben wir denn als Amerikaner schon, dass wir solche Spielereien nicht tun. Okay, ja, schade. Dann gehen wir aber mal in den Markt von Spanien rein und schauen mal, wie es hier aussieht. Ob wir überhaupt in der Lage wären. Na?
hier was zu machen. Also. So, Tabak haben sie nicht. Doof. Dienstleistungen haben sie auch nicht. Die haben ja im Prinzip gar nichts. Hm. Das ist ja echt. Die haben keinen Transport. Die haben nichts. Die haben keine Seide. Die haben eigentlich nichts, was für uns von Belang wäre, ne? Munitionsknappheit, Motorenknappheit, Opiumknappheit. Ja, das können wir uns, glaube ich, ersparen. Nee, sowas machen wir nicht. Nee, nee, da bleiben wir mal schön dabei, wo wir gerade sind. Okay. Die renommiertesten Mitglieder der High Society von Pennsylvania haben luxuriöse Partys organisiert. Na komm, lass die feiern, was soll's hier. Wir wollen mal hier keinen Stress verursachen. Gut. Schuldenübernahme angenommen, das macht auch Sinn. Und wir müssen übrigens auch nach weiter gucken, denn wir wollen ja einmal die Leute in North Dakota haben. Ja, das sieht natürlich auch gut aus. Aber wir wollen vor allen Dingen auch diese Länder hier haben. Das wäre der letzte Krieg übrigens gegen Mexiko. Und ja, da müssen wir mal schauen. Die sind mittlerweile bei 10 Bataillonen. Und wir könnten im Diplomatiespiel die Staaten, wir können es sogar schon machen. Wir könnten ein Diplomatiespiel starten. Wir haben folgende Verbündete. Wir könnten Venezuela, Neugranada, Costa Rica. Ah, das ist nicht schön. Das ist nicht schön. Da könnte er nämlich wieder auf die Idee kommen, seinen Verbündeten hier mit unserem Verbündeten, also zu sagen, das wollen wir alles nicht. Ah, das ist unschön. Ich würde gerne mexikanisch Colorado erobern. Aber das machen wir in der nächsten Woche. Da kümmern wir uns in der nächsten Woche drum. Ich will heute erstmal wirklich noch mich um die Wirtschaft mit euch gemeinsam kümmern, sodass wir dort gut auf einem Stand sind. Das ist mir für die heutige Folge wichtiger. Das müssen wir wirklich mal gucken, dass wir das hinkriegen. Okay. So, also Produktion ist, wir sind fast durch. Das ist das gleiche in Kansas. Gewerkschafter minus 1. Wir sind bei, nein, das können wir nicht machen. Die sind gerade wieder bei 10. Wir müssen dem Einhalt gewähren. Aber industrielle minus 2 und 5% der Unterschichten. Industrielle minus 2 ist auch nicht schön. Tja, opfern wir 25% Migrationsanziehung oder 20% Technikkosten? Oh, das ist eine harte Nuss, Leute. Ich denke, wir opfern die Intellektuellen. Wir opfern die Migrationsanziehung. Nee, das sind die Gewerkschafter. Gott sei Dank, Beschäftigungsrate. Okay. Dann machen wir das. Wunderbar. Passt. So, Eisenbahn werden gebaut. Dann sollten wir damit unser Problem ebenfalls in Betrieb nehmen. Hat Aufgabe, die Beziehung zu verbessern. Ist mir doch egal. So, Schuldenübernahme angenommen. Ja, das ist ja auch ist irgendwie klar, ne? Wer würde auch Schuldenübernahme nicht annehmen, wenn einer mit einer Million wedelt und sagt, hey, ich übernehme alle deine Schulden. Oh, danke. Ich stehe auf Schulden. Ich finde das total klasse, mir nichts im Leben kaufen zu können. Wer weiß. Gold in Kalifornien? Leute. Das bedeutet mehr Kohle. Was haben wir da? Goldrausch! In Kalifornien wurde Gold entdeckt. Menschen aus allen Ecken versammeln sich hier. Die nächste große lasst es alle wissen. Nein, wir lassen das alle wissen. Kommt, meine Kinder, und holt euch das Gold. Goldfelder. Wir sollten auch die Ölbohranlagen nochmal ausbauen. Das bringt uns auch dazu, dass wir Motorenwerke nochmal ausbauen. Jetzt fangen wir schon wieder an, Dinge zu bauen. So, jetzt aber gut. Ja! Die dampfbetriebenen Drehmaschinen für die Felder. Oh, das ist gut. Da können wir einmal in die Gebäude gehen und mal schauen, ob uns das was bringt. Das bringt uns weniger Arbeiter. Das ist natürlich extrem praktisch, gerade wenn wir hier in diese Maisfelder gehen. Da würde ich das gerne machen. 300. Ja. Okay, 300 Kohle ist ein Problem. Das kriegen wir momentan nicht gerechtfertigt. Wir könnten hier in die Webmaschinen gehen.
Das würde aber auch nur die Arbeiter verringern. Das müssen wir irgendwann machen, ne? Ja. Das könnten wir bei den Drehventilmotoren in den Möbelfabriken, denke ich mal, gut machen. Und dann würde ich mal überlegen, ob wir die Weizenfelder und die Maisfelder eventuell börsennotiert machen. Aber da gibt es nicht genügend Pops für, ne? Wir gucken das mal mit den... Wir gucken uns mal die Weizenfelder an, ob das was bringt, wenn wir die an die Börse bringen. Ob wir dann ein bisschen mehr Kohle dafür haben. Und werden hier die dampfbetriebenen Drehmaschinen einsetzen, dass der Einsatz der Arbeiter geringer ist und ein bisschen mehr Geld reinkommt. Vielleicht bringt das ja schon was, um die Probleme dort zu lösen. Das wäre mir sehr lieb. So, teure Militärwaren, das Opium kennen wir. Bataillone in der Reserve müssen wir noch zuweisen. Flottillen in der Reserve ist auch klar. Niedriger Marktzugriff in Montana. Da haben wir, glaube ich, gerade erst eine Eisenbahn gebaut. Ist die im Bau oder? Nee, da müssen wir noch eine bauen. Gold einlagern. Geht nicht mehr, wir geben zu viel aus. Handelsrenöt benötigen Konvois. Eieieiei. Wir müssen Konvois bauen. Oh, das habe ich gar nicht gesehen. So, da gibt es noch gar keine... Was? Ja, was ist das denn? Da bauen wir da natürlich eine Eisenbahn, ist doch keine Frage. Und dann müssen wir uns jetzt schon mit den Konvois beschäftigen. Es kommt immer was anderes. Walfang bleibt erstmal bei Stufe 1. Hafen. Können wir die ausbauen? Nee, ne? Louisiana machen wir mal zwei. Ah, da haben wir nicht genügend Pops. Haben wir in New York noch genug Pops? Ja. Machen wir da mal zwei Stück. Alabama, Florida und eigentlich auch in Kalifornien möchte ich bitte auch welche haben. So. Gucken wir mal, ob das schon ausreicht. Okay, gut. Dann dauert das jetzt doch noch ein bisschen länger, bis wir mit dem Bau fertig sind. Aber ich hoffe, dass wir das hinkriegen. So, Spanien hat eine Rivalität mit Frankreich. Och nein. Och nicht, das kann doch nicht wahr sein, ey. So. Einige Mitglieder der Industrien äußerten ihre Besorgnis über die über das Gesetz der Grundschulpflicht. Das ist mir völlig egal. Erhält allgemeine Schulpflicht, während Grundschulpflicht beschlossen wird. Eine private Finanzierung würde die Steuern verringern. Ja, während Grundschulpflicht beschlossen wird. Aber dann nehmen wir doch die. Klar, das bisschen Kohle, das können wir uns leisten, also bei dem Kram. Eine Geschichte macht die Runde, dass ein Bergmann einen Glücksfunk hatte und der reichste Mann der Stadt ist. Zwei Lebensstandard. Nee, komm. Ja, wir wollen den Lebensstandard in Kalifornien. Leute, das entwickelt sich ja hier zu einer Goldgrube. Also, ich meine, zu einem Traum hier. Los Angeles hat riesige Ölfabriken. Fresno ist gegründet worden. Sacramento, Carson City, Reno. Das ist ja der Hammer. Guckt euch das mal an. Das entwickelt sich ja hier zu einem richtigen... Obwohl, nee, das ist schon Nevada. Hier drin, ne? Sehr cool. Da gibt es noch nix. Phoenix und Eigenantriebstorpedos. Gut, das ist jetzt nicht ganz so interessant. Für uns... Wilfried Saunders ist gestorben. Von den Evangelisten. Ja, das ist mir wurscht. Das ist mir egal. So, hier müssen wir mal kurz gucken. Teure Militärwaren ist uns klar. Ja, wir sind dran. Wir sind dran. Wir gucken, dass wir das hinkriegen. Wir sind dabei, unsere Sachen hier auszubauen. So, was hat er? Die Interessengruppe hat ihren unmittelbar kürzliche Regierungsentscheid zum Ausdruck gebracht, die eindeutig die Interessengruppe der Industrie einbegünstigt. Ach, ist mir doch egal, was die Südstaaten wollen. Ja, die müssen schlucken, was es zu schlucken gibt. Das gibt es ja wohl gar nicht. Okay, so, Motorenwerke sind im Bau. Jetzt müssen wir dann gleich schauen, wie es aussieht. Wir lassen das wirklich jetzt erstmal durchlaufen. Gerade auch Motorenwerke, Eisenbahnen. Und dann müssen wir wirklich gucken, wie es hier aussieht. Gold in Colorado. Colorado erschöpft.
Die reichen Mineralienvorkommen sind erschöpft. Minen werden geschlossen. Goldsucher, die herbeiströmten, beginnen damit, woanders ihr Glück zu suchen. Ich würde tatsächlich sagen, wir nehmen hier die Radikalen. Wir haben hier genug, also, was heißt genug? Wir haben wenig genug. Also, ich hoffe, ihr versteht, was ich meine. So, pragmatische Mitglieder der Industriellen, die die Verabschiedung der Grundschulpflicht derzeit kritisch gegenüberstehen, haben angeboten, ihre Haltung zu ändern, sofern man ihnen eine gewisse Zugeständnisse macht. Gewerkschafter minus 3 oder minus 10 Erfolgschancen. Was bedeutet denn Gewerkschafter minus 3? Die sind bei 9876. Passt, machen wir. Okay, so. Damit hätten wir hoffentlich auch das Thema hier vorne erledigt. Kalifornien, wunderbar. Sind wir hier bei 94%. Das sollte jetzt hier sich deutlich bessern. Genau. So, Handelsrouten benötigen Konvois. Da sind wir auch dran. Das sind die Bauten hier. Jetzt sollte sich hoffentlich unser Investment formen. Ne, noch nicht. So, Gold in Kalifornien erschöpft. Was? Ernsthaft? Das ging jetzt aber unerwartet schnell, wenn ich jetzt mal ehrlich bin. Damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. Okay. Jetzt gucken wir mal, wenn die ersten Werften fertig sind, dass wir das in den Griff kriegen. Und da ist es auch schon weg. Und wir haben die Grundschulpflicht. Ach, super, Leute. Das ist doch eigentlich fast der perfekte Abschluss dieser Folge. Die Gewerkschafter billigen das, die Industriellen finden das unschön. Das ist mir in dem Fall tatsächlich herzlich egal. Aber das ist mir einfach eine wichtige Sache, dass die Kinder auch zur Schule gehen können. So, das sorgt dafür, dass wir bei 790.000 sind und Kalifornien wird weiter industrialisiert. So, jetzt gehen wir wieder in die Spreadsheets rein und machen einmal einen kurzen Überblick. Transportkosten sollten eigentlich jetzt sinken. Da sollten wir jetzt eigentlich genug haben. Kleidung müssten wir wieder ein bisschen was machen. Papier sieht auch noch gut aus. Eisen sind wir bei plus 1000. Gold da auch. Wir müssen diesen Bereich jetzt aufrüsten. Hier sind wir eigentlich ganz gut mit dabei. Aber wir müssten auch abwarten, dass die Technik hier fertig wird. Wir warten mal beim Thema Stahl auf. Entschuldigung, bitte da unten. Wir warten beim Thema Stahl mal ab, was das bringt. Wir müssen uns jetzt wirklich mal um Tabak und Spirituosen kümmern. Lebensmittelfabriken, Roggenfelder. Ja. Also wir müssen wirklich die Spirituosen jetzt mal in den Griff kriegen. Das verhindert im Moment noch, dass wir noch weiter steigen. Hier oben, das finde ich halt das finde ich ein bisschen ärgerlich. Spirituosen und Tabak. Das machen wir jetzt zuerst. Wir gehen mal in die Gebäude rein. So. Tabak ist relativ einfach. Da gibt es Tabakplantagen. Wir haben auch Zuckerplantagen. Die Tabakplantagen könnten wir durch eine automatische Bewässerung. Würde 200 Motoren kosten. Aber so viel Tabak brauchen wir nicht. Wie viele Motoren haben wir? 21. Wir haben 200 Tabak im Minus. Wenn wir das hier machen, sind wir bei plus 100 Tabak und nochmal plus 200 und dann sollte das erstmal reichen. Okay, dann müssen wir die Motorenproduktion und den ganzen Rest in Gang bringen und vor allen Dingen auch die Spirituosenproduktion. Das sollten wir bei den Lebensmittelfabriken machen. Dort. So, wir können hier die Spirituosen auf Patentbrennverfahren umstellen. Dann bauen wir 130 weniger Lebensmittel an. Das wiederum könnten wir ausgleichen, indem wir einige Stufen mehr bauen. Also, wenn wir hier eine Stufe hochgehen, sind wir bei 120. Das heißt, wenn wir pro Stufe das umbauen, sind wir bei 90. So, das heißt, um das auszugleichen, müssten wir, ja, ich denke,
Wenn wir hier auf 5 gehen, sollte das ausreichen. Und wenn wir das fertig haben, stellen wir um auf Spirituosenproduktion alle. Und dann sollten wir das Thema auch gelöst haben. So, was brauchen die für die Produktion? Getreide und Zucker. Zucker sollten wir dann ebenfalls einmal weiter ausbauen in den Zuckerfabriken. Beziehungsweise Zuckerplantagen, automatische Bewässerung plus 270, 45 Motoren machen wir. Und wir bauen dann auch noch in Alabama eine 10. Und dann gucken wir mal rein, das sind knapp 300 Zucker mehr. Ach, ist ja überhaupt kein Problem. Okay, gut. Also Zucker haben wir. So, dann werden wir jetzt die Motorenproduktion ausbauen. Da können wir wahrscheinlich technisch nicht allzu viel machen im Moment. Außer den Drehventilmotor. Das benötigt mehr Kohle, das können wir machen. Aber wir müssen einfach hier dann wirklich konsequent weiter ausbauen. Wir machen mal 1, 2 Motorenfabriken da. 2 dort und 2 dort. So, dann haben wir 6 Motorenfabriken. Dann schauen wir mal, was die insgesamt bringen. Das sind 80, 120, 200, 120, oh Gott, 180. Das sollte eigentlich passen. Ja, komm, wir machen in Kalifornien, erweitern wir das auch nochmal. Und Louisiana gibt es nicht genügend Pops. Dann machen wir das dort. Okay, das ist das Thema Motorenwerke. Dann gehen wir bei Bleimer gucken. Da haben wir knapp 500. Sind wir da an den Miesen. Und bei Stahl, wie gesagt, müssen wir warten, bis die Lichtbögen fertig sind. Das sollte in dem Fall besser sein. Ach, das haben wir überhaupt kein Problem mit. Jetzt müssen wir wirklich beim Bleimer gucken. Ja, da sind wir soweit eigentlich gut mit dabei. Die verdienen auch gut, da brauchen wir nichts machen. Wir müssen einfach stumpf mehr Minen bauen, ne? Was bringt eine Mine? Eine Mine bringt 60. Das sind aber 10 Minen müssen wir bauen mittlerweile. Wow. Okay. Na gut, dann bauen wir 1, 2, 3, 4 hier. 1, 2 da. 1, 2 da. Das sind 4, 6, 8. Und da nochmal 2 Monsieur. Das sind 10. Okay, dann gucken wir uns nochmal an. Das hier, dann kriegen wir das in den Griff. Obst müssen wir auch nochmal gucken. Werkzeug haben wir noch nicht gemacht, Dünger auch noch nicht, Sprengstoff auch nicht, Blei und Motoren kriegen wir in den Griff. Und dann kümmern wir uns beim nächsten Mal um die Stahlproduktion. Das geht einher mit der Eisenproduktion. Wenn wir das geklärt haben, gucken wir uns den Dünger an. Aber da könnten wir ja eigentlich schauen, dass wir einfach die Route hier wir könnten einfach die Route hier canceln. Ja, ganz ehrlich, ich nehme das lieber selbst, bevor ich den Dünger irgendwo teuer hinschaffe. Ist ja 600 Blei wird exportiert? Was? Nach Großbritannien? Eieieiei. Okay, gut. Dann ist es so. Aber damit haben wir, denke ich mal, die Produktion wieder im Griff. Und die nächste Stufe ist dabei, produziert zu werden. Die Bevölkerung steigt rasant. Es ist der 22. Oktober. Der Vorabend übrigens hier zum großen Krieg des Norddeutschen Bundes. Und kurz vor der Gründung des Deutschen Reiches. Ich bin gespannt, wie es in den nächsten Folgen weitergeht. Ein Land wurde unterworfen. Ah, okay. Okay, das ist eher uninteressant für uns. Für uns ist interessant hier dieser Bereich. Ahnt das japanische Shogunat. Die sind nicht ganz so gut auf Russland zu sprechen. Aber mal gucken, wie es weitergeht. Ihr Lieben, macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Euer Strategienerd.